Warum auch immer hier so ein Schreibtisch hier unten steht, ich habe keine Ahnung. Anscheinend haben die Engineers Fluchttunnel gegraben, um sich vor Aufklärungsflügen zu schützen. Bestätigt, ich sehe überall Spuren von Grabungsarbeiten. Wo kommt das Seil her? Diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Scheiße, Köter. Ich hab eine Idee. Klettert nicht, scheiße, ich wollte eigentlich da hochklettern. Alter. Clever, wie ist das? Scheiße! Mann, das war so clever! Das war so gut! Aber mit denen habe ich nicht gerechnet, dass da hinten noch welche stehen, ey. Fuck it! Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Okay, der geht weg. چه غلطی کرده؟ Du solltest dir vielleicht mal einen anderen Job suchen. So, haben wir eingefangen. Scheiß, ich höre den Köter. Was ist? Witterst du etwas? کجا اومد؟ Ich weiß nicht, ob dieser Pfeil da hinten, dieses Zeichen da hinten, ob das irgendwas zu bedeuten hat, ob wir den einfangen müssen oder sowas. Munitionsauffüllgedöns, ach so. Okay, den Köter sind wir los. Die meisten Feinde hier auch. Einen haben wir gefangen. So soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Jetzt haben wir natürlich noch. So.
Hier scheint keiner mehr zu sein. Nächste Deckung. Wo zum Teufel steckst du? Ich hätte sich gerne daneben gesehen. Was fällt? Und weg sind wir. Okay, wir haben es jetzt einigermaßen gut hingekriegt. Nur noch ein bisschen holprig. Gibt es Neuigkeiten von den anderen Teams? Nein, ich vermute, dass sie absolute Funkstille halten, um die Operation nicht zu gefährden. Okay. Verständlich. Mann, das ist ja riesig. Die Engineers müssen die Bevölkerung vor langer Zeit verjagt haben. Glaubt ihr, die waren bei Blacklist Zero dabei? In Guam sprach keiner Farsi. Engineers arbeiten grenzübergreifend. Könnte jeder gewesen sein. Sam, es sind nur ein paar Gegner dort. Anscheinend hat sich der Rest zurückgezogen und verschanzt. Dann bewachen sie etwas. Scheint so. Ich nähere mich also meinem Ziel. Ich will mal was gucken. Wir starten mal den Trikopter. Hier 1, 2. Drei Gegner da hinten, vier Gegner, wenn es noch einer ist. Okay. وقتش که اومد نگران نباش آمدم بهتره که آماده باشی بعدا باهات هماهنگ میکنم خب اون شیطان ها کول Dann geht's eh nicht weiter. Idee. Ja, hier kann ich es aber nicht verwirklichen. Ja, wie machen wir das am besten? Eins, zwei. Dann hier oben noch zwei. Das ist ein kleiner Mädchen. Jetzt. Gehen wir.
Der direkt vor mir. Bewegt sich da drüben was? Ich sehe gar nichts. Oh, jetzt kommen sie zu zweit. Hier ist nichts. Komm, wir sollten uns rein, verteilen. Dann sichern wir einen größeren Bereich. Mann, ey. Okay, da das scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben jetzt. Alter. Ich bin über der Kommunikationszentrale. Charlie, leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt. Und die Verschlüsselung ist krass. Ich brauche mindestens 5 bis 10 Minuten, um rauszufinden, was sie da finden. Wir können nicht warten. Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber. Schon unterwegs. Brauch ein paar Minuten. Okay. Ja, langsam komme ich mit den ganzen Tricks mal. Langsam komme ich in diese Steuerung und diese Trickverhalten hier rein. Die muss ich schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. Da hängt doch was. Eine Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus L.A., wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Die haben ein Tablet vergessen. Hab keine Angst. Ich weiß, was du hier tust. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land. Bitte. Tut mir leid. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich habe ein Kind. 2 Jahre alt. Bitte. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann. Glaubst du das? Ich schon. Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann. Du wirst die Welt verändern, indem du als Beispiel dienst. Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich.
sollte die Warnung. Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Deshalb hat Jalid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Weg da! Ich bin okay. Ich glaube, es ist keine Zeit, um Nettigkeiten auszufüllen hier. Briggs, ich brauche den Hubschrauber. Unmöglich. Wozu bringt er mir was, ey? Super. Sam, es kommen noch mehr Raketen. Ich muss die Sache an deinen Haken. Ich benutze den Haken. 5 Sekunden, Beeilung, Sam. Oha! Das war jetzt mal eine Aktion, Alter, also. Eieieiei, es ist gerade hardcore, ey. Weißt du, dann versuchst, willst du dann, wenn du den Kehl aufgeschnitzt hast, willst du noch versuchen, mit den Händen das irgendwie festzuhalten, dass dann weiter rausfließt. Aber die sind dann gebunden und du bist dazu gezwungen, Alter! Eieieiei. Ja, was ist das mit Panther eigentlich? Also Panther ist eigentlich so eher mein Stil. Panther ist genauso mein Stil, finde ich. Zeit 47 Minuten. Eieiei. Versteckte Körper 0. Versteckte Wege gefunden 3. Oh, nice. Ergebnis Panther mit den meisten Punkten. Nice. Zahlung angekommen. Fortsetzen. Kopiere sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam. Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Charlie. Die anderen Teams... Sämtliche Lager waren fallen. Der Einzige, der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät, das du mitgebracht hast, was gefunden. Wir kennen den Anführer der Engineers. Das war schnell. Es war einfach. Zu einfach. Es wirkt fast so, als wollten die, dass wir herausfinden, wer es ist. Ein Zeichen von Selbstvertrauen, der will uns ärgern. Jetzt haben wir unser Ziel. Majid Sadiq. Ex-MI6-Agent. Deshalb wusste er, was alle tun würden nach Guam. Und wie es ihnen verkauft. Madam President. Schön, dass Sie noch leben, Mr. Fischer. Tut mir leid, was geschehen ist. Wir haben jetzt ein Ziel. Majid Sadiq. Der Mann befehligt die Engineers. Wir werden die Unterlagen in Ihr Büro schicken. Gute Arbeit. Enthalten Sie Hinweise auf Amerikas Konsum? Nicht direkt, nein. Aber ich habe die Daten aus Ihrem Büro. Ihre Mitarbeiter halten Dallas also für ein mögliches Anschlagsziel? Ja, und die Heimatschutzbehörde überwacht 5 andere Städte und ist überlastet. Wenn wir Dallas beschützen wollen, müssen wir Fort Echelon dorthin schicken, um mögliche Angriffe abzuwehren. Könnten Sie die Stadt rechtzeitig erreichen? Das schaffen wir. Wir halten Sie auf. Oha. Das war nicht so gut. Gut, damit... haben wir das Schlusswort mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und 3 Stunden noch. Bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen. Man sieht sich hoffentlich mal online. Tschüssi, ciao.